Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Orb of Creation. Ich dachte, ich guck mal rein. Wurde ja viel gepriesen. Auch wenn es Early Access ist, weiß ich halt nicht. Wäre eigentlich nicht so Bock auf Early Access, aber es hat auch einfach absurd gute Kritiken auf Steam. Also es hat, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hold on. Ist halt schon einfach, na, ist einfach bei 95% positive Bewertung. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist wohl ein sehr, sehr, sehr aktives Incremental Game. Also auf jeden Fall kein Idle Game. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ich klicke einfach mal Start und wir gucken. Okay, links füllt sich eine Kugel. Ist das der Orb? Mana, okay. Infuse Orb, machen wir mal. Sprache können wir wahrscheinlich nicht umstellen, ne? Das bleibt auf Englisch, okay. Okay, erstmal gucken, was hier abgeht. Hier haben wir ein Menü, da ist im Moment nur Magic drin. View Attributes, okay. Attribute, Spell Types, Tips. General Tips. Hold the Alt Key when hovering over an object to get more information. Das ist schon mal gut zu wissen. You can cast in any tab. Use the numbers 1, 2, 3 and so on. Okay. Ja, das sagt mir alles noch nicht so viel. Da gucken wir gleich mal rein. Keybinds haben wir hier unten. Okay. Gut zu wissen, dass ich die nachschlagen kann. Was ist das hier? Event Log. Achso, das ist einfach nur, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt 3 Upgrades für das Ding geholt hier. Okay, macht Sinn. Global Search. Okay, spannend. Hier ist wahrscheinlich Multi-Buy. Ja, Action Multiplier. Ja, alles klar. Nicht nur für Kaufen offenbar, sondern grundsätzlich. Okay. Und das Ding sorgt einfach nur dafür... Ah ja, okay. Der Infuse Orb macht einfach nur Mana pro Sekunde. Okay. Die Mucke ist super leise, oder? Im Menü ist die halt lauter. Gut, dann lernen wir mal Divination. Und haben hier jetzt so unser Spellbook. Okay. Hilfe. New spells available. Learn spells. Select more glyphs. Glyphs sind die Dinger wahrscheinlich, ja? Okay, many. Achso, klicke ich einfach an. Alles klar. Lernen. Discovery, gather knowledge. Das ist das hier unten, gather knowledge. Okay. Was macht das jetzt? 10 Sekunden Cooldown, gain plus 1 knowledge. Ah, und das verbraucht jetzt automatisch alle... Ah ne, das kann ich... Okay, das geht nicht automatisch, das muss ich manuell machen, alles klar. Wo sehe ich denn mal mein aktuelles Knowledge? Ah, das ist einfach hier die Leiste, ne? Ja, okay. Ich dachte, das wäre noch für irgendwas anderes da, aber nein, das ist tatsächlich einfach die Anzeige, wie viel Knowledge wir haben. Das heißt, wir können aktuell scheinbar auch maximal 50 Knowledge haben. Okay, ich verstanden. Dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, Wizardry mitzunehmen. You are starting to recollect yourself and your abilities. Unlocks Wizardry Upgrades. Was ist das hier? Level ich damit den Spell? Ah nee, das ist einfach genau das gleiche, was ich hier unten habe. Okay, verstehe. Also das sind einfach meine Casting-Slots, die jetzt hier auch auftauchen. Alles klar. Verstanden. Was ist das hier? Casting XP. Gained by casting and using spells. Using higher level spells generates significantly more XP. Okay, das heißt, wir können den Spell wahrscheinlich auch leveln. Das heißt, ich würde ihn jetzt noch ein paar Mal casten wollen. Warum ist die Mucke jetzt schon wieder so laut? Und wird ihn zumindest mal auf Level 2 bringen wollen, einfach um zu gucken, was passiert. Und irgendwie müssen wir dann auch auf jeden Fall unseren Mana-Orb aufwerten vom Maximum her.
Weil das kostet hier jetzt alles schon mehr Mana, als wir insgesamt haben können. Das ist halt... Non-Charm. Ich glaube, das könnte ultra komplex werden. Was ich bislang richtig, richtig super finde, ist, dass halt nicht 500 Pfeile auftauchen, so irgendwie klick hier, klick hier, klick das, jetzt machst du das, so funktioniert alles. Hab 15 Minuten Tutorial, sondern so, hier ist das Spiel, du findest dich schon zurecht. Mag ich. Okay, jetzt ist er aufgestiegen und... Ah ja, damit bekommen wir jetzt 4% Knowledge mehr. Jetzt mal unter Cooldown ist gesunken. Okay, spannend. Okay, aber dann machen wir jetzt mal das. You're starting... Ach ja, das hatten wir gerade. Aber was hat das jetzt gemacht? Warte, hier war ein Lock. Ja, das schaltet einfach nur die Wizardry-Upgrades frei. Okay. Ah, die sind hier. I see. Wisdom. Ah, und damit erhöhen wir unsere Base-Miner-Capacity. Danke, das ist doch genau das, was ich wollte. Direkt erstmal alles rausrotzen. 700 Max-Mana. Ein Traum, da sehe ich mich. Das ist wahrscheinlich nix. Wahrscheinlich sind wir in einer halben Stunde bei 5e hoch 73 Mana. Aber für einen Start erstmal nicht verkehrt. So, Learn Expansion können wir theoretisch machen. Learn the Manifestation Glyph that expands an element. Ich würde den Orb auf jeden Fall gerne nochmal verbessern. Das können wir halt safe machen für mehr Mana Regen. Und nochmal, dann haben wir zumindest 20 Mana pro Sekunde. Ah, mehr geht auch gerade nicht. Okay. Ah, dann müssten wir erstmal wieder Infusion lernen, ne? Bind Mana to the Orb to slowly create a feedback loop? Achso, das ist aber schon der gleiche Schinken wie vorher. Also es ist einfach auch plus 2 Mana pro Sekunde. Warum taucht das jetzt rechts nicht mehr mit auf? Also warum ist das jetzt hier noch mit bei, taucht aber hier nicht mehr auf? Muss ich nicht verstehen, oder? Okay, wir machen erstmal Spellbook Loadout. Learn how to add, move and remove equipped spells. Okay, Loadout. Ah, okay, I see. Und hier kann ich quasi meine Quickbar wechseln. Ah, und Casten, ja gesagt, kann ich auch mit 1, 2, 3 machen. Okay, cool. Das heißt, ich muss da gar nicht immer draufklicken, sondern ich kann auch einfach mal die 1 drücken und dann in einem ganz anderen Tab sein. Okay, das ist nice. Jetzt nämlich so machen. Und ich glaube, ich möchte halt Learn Expansion machen. Das ist ja auch naheliegend. Und Conjure gleich noch hinterher. So, dann haben wir jetzt unser Spellbook und... Ah, ich will die immer per Drag and Drop da reinziehen, aber so funktioniert das nicht. So, dann lernen wir das mal und das mal. Was macht das denn? Whirling Divination. Toggled for up to 3 seconds. 36 Divining Spell Power. 0,6 also erhöhter Cooldown Timer? Müsste der Cooldown jetzt... Achso, das ist schon wieder nicht mehr aktiv. Okay, das macht aber schon... Warte. Das senkt den Cooldown und erhöht die Power, ne? Jo. Okay, got it. Brauche ich aber nicht auf der 2. Ich will das auch gar nicht removen, ich möchte es eigentlich nur moven.
So, was machst du? 60 Sekunden Cooldown, ist für 40 Sekunden aktiv. Okay, das hat einfach mehr die... Okay, das sind quasi beides Buffs. Okay, verstehe. Aber gut, also können wir jetzt theoretisch, wie viel Mana brauchen die? 120, 250. Dann laden wir das jetzt einmal voll. Und müssten dann hier halt deutlich mehr Knowledge bei rauskriegen. Theoretisch. Jo, kriegen wir einfach 12,25 Knowledge bei raus. Okay. So, immerhin noch 1,87. Das ist jetzt auch für 40 Sekunden aktiv. Okay. Got it. Okay. So, wir könnten jetzt neue Spells lernen oder Improved Wizardry. Advance your recollection of spellcasting unlocks more wizardry upgrades. Sehe ich mich. Was macht Resilience? Improves your ability to recover and withstand. Ah, das erhöht die Mana-Regeneration prozentual, nicht um den Base-Wert, also nicht um den Festwert. Okay. Ja, ist erstmal nicht so der Superknüller, aber okay. Was macht Aptitude? Divining Spell Power permanent? Ja, bitte. Okay, interessant. Also offenbar ist es halt Idle Wizard ohne Idle im Moment. Im ersten Moment so. Also nein, auch nicht wirklich, aber... Ich habe mir halt vorher fast gar nichts zu dem Spiel durchgelesen. Und trotzdem ist es anders, als ich erwartet hätte. Ich fühle mich beim Spellcasten hier so ein klein bisschen wie... Potions einsetzen im Path of Exile. Das ist immer so, sobald irgendwas verfügbar ist, drückt den Button. Okay, hier ist halt einfach nur Casting. Das Casting-Type ist doch eigentlich völlig egal, oder? Das sind doch einfach nur, also das ist doch nur wichtig für Sachen, die wir halt nicht im Loadout haben. Wenn man mal zwischendurch irgendwas casten möchte, dafür ist das halt okay. Aber im Moment können wir das Casting-Type und das Loadout, solange wir ein Loadout nicht verändern wollen, auch erstmal ignorieren. Solange wir keine neuen Spells haben, ist das Spellbook auch egal. Das heißt, wir können uns eigentlich erstmal ein bisschen mehr um die Upgrades kümmern. Okay, ich glaube, ich möchte noch ein bisschen mehr Aptitude. Da sehe ich mich. Die ganzen Icons hast du schon mal irgendwo gesehen? Ich nicht. Ich raten müsste, würde ich sagen, sie kommen irgendwo aus dem Warcraft-Universum, aber hast du schon mal das Idle Game Godsbane ausprobiert? Nee. Habe ich aber auf der Wishlist. Und habe es, glaube ich, bislang nur nicht... Warte. Habe es im Moment nur noch nicht ausprobiert, weil man es auf Steam noch nicht ausprobieren kann, weil es da halt immer noch Release Date Coming Soon hat. Und ich halt keinen Bock habe, das im Browser zu spielen. Aber ja, habe ich auf dem Schirm. Ah, Gather Knowledge ist aufgestiegen, sehr schön. So, wir brauchen mal mehr Max-Mana, ne? Das heißt, wir lernen jetzt erstmal Infusion. Oh wait, Infusion ist gar nicht das, was ich wollte. Wisdom ist das, was ich wollte. Und nochmal Wisdom und nochmal Wisdom. Okay. Okay, ich bin
im Moment ganz positiv angetan von der Tatsache, dass ich nicht komplett verwirrt bin bei dem, was ich hier tue. Ich weiß halt, wie üblich bei so Incremental Games, noch nicht, wo das hingeht und was hier später der Deal ist, aber ich habe einfach so die Befürchtung, dass hier diese ganze Leiste an der Seite einfach noch voll mit extra Menüpunkten wird und es halt hardcore unübersichtlich wird. Aber gucken wir mal. Ich kann auf jeden Fall festhalten, das Spiel hat einen eigenen Soundtrack, der mir nicht nach 5 Minuten total auf den Sack geht. So, was sind Spell Advancement? Unlocks the ability to level up spells. This is done in the spellbook. Okay. Manage. Okay, und das kostet dann einfach Knowledge. Okay. Das ist jetzt aber nochmal ein anderes Level als die XP-Geschichte, ne? Also das ist halt Spell-Level und Mastery-Level sind halt schon verschiedene Sachen. Wenn ich das richtig sehe. Oh, das war gerade richtig sinnlos. Oder? Ne, ging okay. Dann hole ich mir doch fix gerade nochmal genug Knowledge und level den Kram hier mal. Has Requirements, okay. Ah, und das braucht jetzt mindestens Mastery Level 3, okay. Okay, got it. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch immer davon abhängen, also Spell Level muss, also kann maximal die Stufe vom Mastery Level haben, I guess. Kann jetzt auch nur hier so sein, kann später anders sein bei anderen Spells, aber gucken wir mal. Was machte Resilience nochmal? Achso, das war das. So, was ist denn Learn Storm? Learn the elemental glyph that binds energy to a voltaic form. Ja, geh mal her. Achso, ich habe gar nicht genug Mana dafür. Wir brauchen mal mehr Mana Regen, da sehe ich mich gerade eher. Da kommen wir jetzt eher an den Punkt. Okay. Wir können trotzdem noch mal ein Spellbook nehmen. Wait. Ich bin doch verwirrt. Wo ist denn jetzt meine Storm-Rune-Gedöns? Wo war denn das mit den Runen, Alter? Müsste ich das Ding hier nicht irgendwo mit bei haben? Ah, hier, Learn. Ich muss es erstmal lernen. Okay. Das ist halt so, hier ein Menü, dann noch ein Untermenü. Das ist halt noch so ein bisschen unübersichtlich. Also da muss man auch erstmal... Learn Spell Unavailable. Ach so, weil ich hier unten... keine Slots frei habe, oder? Also weil es Loadout voll ist? Oder wie darf ich das verstehen? Increase the amount of glyphs you can use to create a spell. Allows you to create more powerful spells. Ah ja, plus one creation slot, okay. Ah, und jetzt kann ich das nämlich... Nee, kann ich immer noch nicht lernen. Oh, ich muss das in Kombination lernen, okay. Oh wait, ich kombiniere hier die Runen zu 9... Oh Gott. Ja, lernen wir mal und lernen wir auch mal und dann gucken wir mal, was die so machen. Conjure Spark erzeugt 2,16 Spark per Second. Okay. Und Expand Magic. Thaumaturgy, okay. Ist garantiert falsch ausgesprochen, aber okay. Passiert. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt zusätzlich zu unserem Mana und unserem Knowledge 2 weitere Einheiten mit dazu, ja. Okay, würde ich mal spaßeshalber ins Loadout packen wollen. Dann müssen wir nur kurz warten, bis der Cooldown hier abgelaufen ist.
So. Oh, wow. Ich glaube, mir dämmert gerade so ganz, 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 ganz leicht, wo das hingehen könnte. Aber gucken wir mal. So, jetzt haben wir hier nämlich neue... Oh Gott. Hier greift schon einfach unfassbar viel Stuff ineinander, oder? Und ich würde wahrscheinlich deutlich besser darauf klarkommen, wenn ich nicht gerade unfassbar Kopfschmerzen hätte, aber gucken wir mal, wie weit ich hier noch klarkomme. Zur Not machen wir gleich einfach mal kurz 5 Minuten Pause. Aber im Moment erstmal so, das ist... Warum tauchen jetzt hier die... Achso, das sind einfach nur die, die ich im Loadout habe. Ja, macht Sinn. Okay, okay. Und ich könnte doch jetzt aber... Warte, warte, warte. Okay, ich kann beim Casting nur die lernen, die ich im Loadout habe. Also ist das Casting-Tab halt völlig unnütz eigentlich, oder? Also da steht doch nichts mit bei, was ich nicht auch hier unten hätte. Also zumindest im Moment bringt es mir halt nichts. Also das Casting-Tab kann ich halt völlig ignorieren. Oder ist ein Tippfehler in Thermaturgy drin? Ich muss mal kurz gucken, wie das ausgesprochen wird. Sekunde. Thermaturgy. Thermaturgy, okay. Knapp daneben. Wir einigen uns vielleicht einfach auf Thaumaturgie. Gibt's ja auch im Deutschen so. Warum verschwindet das eigentlich wieder? Warte. Wenn ich das caste, generiert das ja. Verbraucht irgendein Spell das? Ah nein. Das geht nach einer Zeit einfach. Okay. Interessant. Okay, das heißt, ich kann das im Moment einfach noch nicht speichern. Offensichtlich. Oder das ist einfach die Eigenschaft von der Ressource. Gucken wir mal. Okay, das heißt, ich muss das im Moment eigentlich gar nicht casten. Kann ich mir eigentlich schenken. So, ein Thaumaturgie erhöht einfach unsere... Oh Gott. Unsere Mana Capacity. Ich könnte natürlich... Warte mal. Wir kommen ja schon auf 6 hoch, ne? Ja, guck mal, dann nehmen wir jetzt einfach Spark Wizardry mit. Oh, holy sh... Bind Energy to the Orb, okay. Aber das ist doch einfach... Das erhöht auch einfach nur wieder Mana per Second, okay. Was macht Intellect? Mental Resources gained base knowledge per second. Knowledge per second, nice. Ja, gib. Will ich haben. Knowledge per second sehe ich mich. Was macht Comprehension? Casting Levels, Mastery Levels, grow your abilities. Ja, okay. Spell Mastery Rate. Okay, damit kriegen wir einfach grundsätzlich mehr XP. Also so viel Casting XP und Spell Mastery. Okay, okay, okay. Finde ich gut. Hätte ich gerne. Improves the recovery time of casting. Okay.
Cooldown Speed wird erhöht, alles klar, können wir mal mitnehmen. Zumindest ein Level relativ schnell. Und ich brauche noch ein bisschen mehr Infusion. Und Wisdom hätte ich auch gerne mehr. Ach ne, Wisdom ist die Capacity, die will ich gerade nicht. Resilience suche ich, ne? Okay, ja, das macht auch gar nicht so viel, tatsächlich. Das ändert ja nur die zweite Nachkommastelle, okay. Da können wir gerade nochmal einen Punkt reinsetzen. So, und dann können wir nochmal Agility mitnehmen. Und Energetic Infusion können wir theoretisch auch nochmal machen, aber das lohnt im Moment nicht. Was hast du für Requirements? Brauch Aptitude 8 und Gather Knowledge auf 3. Okay. Gather Knowledge auf 3 kommen wir, glaube ich, relativ schnell hin. Oh, warte, aber... Ja, Gather Knowledge Level was 3? Mastery Level oder Spell Level? Wahrscheinlich Spell Level, oder? Und das ist auch noch das allgemeine Casting Level, okay. Das ist auch nochmal was anderes. Das ist gar nicht für ein Spell, das ist einfach grundsätzlich ein Multiplier dann noch. Okay. Okay, angesichts der Tatsache, dass wir das im Moment eh kaum nutzen, könnten wir es auch fast wieder rausnehmen. Komme ich auf 6,25 Peak-Wert? Jo, easy. Das heißt, auch das können wir theoretisch noch mitnehmen. Ewig, ne? Okay, soweit, so gut. So, was macht denn der Augment Table eigentlich? Plus one Max Spell Augment Slots. Adds an Augment Slot to your table, allowing you to augment your spells. Abgesehen davon können wir, glaube ich, auch noch. Können wir, warte mal, wir können halt noch Spells lernen, ne? Aber das hat Requirements, die ich mir aber nicht angucken darf. Ah, das sehe ich, wenn ich hier rüber gehe, okay. Das braucht Physicalization und das braucht auch das und die, okay, ja gut, das dauert einfach, alles klar. Okay, das hätte ich mir total schenken können. Den Spark Spell. Was macht ein Bandwidth eigentlich? Ah, Max Spell Slots. Ja, da sehe ich mich doch. Lass das mal machen. Dann müssen wir jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen Thaumaturgie farmen. Aber das hängt hauptsächlich am Cooldown. Okay, das dauert auch tatsächlich in der Zwischenzeit. Können wir locker ein bisschen Wisdom ausgeben und hier auch noch ein bisschen mit der Infusion arbeiten für mehr Mana Regen. Das ist doch grundlegend auch nicht verkehrt. Machte das nochmal. Ah, Divining Power Spells. Sind das eigentlich alles? Oh Gott, auch das ist das schon einfach so wieder. Okay, das ist aber auch ein Divining Spell. Das ist kein Divining Spell. Das ist ein Conjuring Spell. Okay, oh Gott. Auch so Sachen, die ich mir niemals werde merken können, aber okay.
Ah, Expand Magic Mastery Leveled Up, sehr schön. So, ich brauche einfach mehr Mana Regen, es hilft nichts. Das bringt jetzt halt auch nicht so wahnsinnig viel her, aber machen wir mal. Na doch, hat schon ein bisschen was gebracht. Geht schon. Was macht Intellekt doch gleich? Ah, Base Knowledge per Second. Und was ist der Mental Resources Gain? Zählt das mit als Mental Resource? Nee, ne? Das hat nur zufällig auch so eine hellblaue Farbe. Das wird wahrscheinlich hier noch ein extra Punkt werden irgendwann, könnte ich mir vorstellen. Was war das doch gleich? Das haben wir noch gar nicht, ne? Casting XP. Ja, komm, gib mir mal einen Punkt da rein. Eigentlich wollte ich Bandwidth machen, ne? Ja, schade. Ich verstehe aber, wie man auch irgendwie sagen kann, ist mir zu aktiv in dem Sinne. Also ja, es ist halt kein Idle Game, aber das hier permanent Spells casten ist halt schon einfach sehr stumpf. Aber leider nötig für den Fortschritt.